So, hallo und herzlich willkommen auf dem Gemeinschaftskanal der Deutschen AHW-3-Liga. Mein Name ist Sebastian und ich habe tatsächlich heute mal wieder beim Spiel von mir am Start. Und ich bin auch so ein bisschen stolz drauf, muss ich ja sagen. Ja, ich komme gleich noch dazu. Wieso? Also erstmal hier, sag ich mal, ja, normales Ranglistenspiel hier auf, scheiße, wie heißt die Karte nochmal? Warte mal. Auf Kulan natürlich. Kulan, die Karte, wo ihr irgendwo spawnt, das bleibt eigentlich immer gleich, aber Dorfzone kann hier sein, hier sein, hier sein, hier, es kann überall sein, keine Ahnung. Genau, Dorfzonsposition ist immer irgendwo. Ihr habt in der Mitte einen gefrorenen See, dass ihr die Mitte einfach nicht bebauen könnt. Dafür sind aber haufenweise Herden, also das Sammeln lohnt sich schon, da zu sammeln, sag ich mal. Und, wir sind hier tatsächlich, ich habe es inzwischen geschafft, mich über 1300 Elo zu spielen. Bin sehr stolz darauf. Ich glaube, bin tatsächlich 1320 Elo. Und mein Gegner ist auch, ich glaube, sogar höher. Ja, also, naja, und auf jeden Fall, ich spiele natürlich gegen Osman, so was natürlich alle Osman-Freunde wieder auf den Plan rufen wird. Aber ich, wie gesagt, ich spiele ja selber Osman, also ich habe kein Problem mit Osman. Ja, von daher, in dem Matchup ist es so, der Osmane bestimmt im Grunde, was passiert. Als Franzose, ihr seid immer hinterher, ihr müsst halt darauf reagieren, was der Osmane macht. Wenn er halt rasch, dann, ja, dann müsst ihr euch halt defensiv halten und den rasch abwehren. Wenn er, ja, wenn er FF macht, würde ich auch einfach FF machen, dann muss man mal gucken, was passiert. Oder Semi-FF würde ich machen. Und wenn er was anderes macht, dann muss man das dann halt mal sehen. Also, wie gesagt, der Osmane bestimmt hier, was passiert. Ja, genau. Ich hole mir erstmal, also wieder normaler Start hier, Handelsposten, dann Schatz. Übrigens, was ich mir vom Flo abgeguckt habe, für alle Franzosenspieler, und der Flo weiß, wie man Franzosen spielt, ist einfach ganz cool. Man lässt praktisch am Anfang, tut mal zwei Siedler, also man sammelt die Nahrung auf, bis man den ersten Siedler da in Auftrag geben kann. Dann schießt man mit zwei Siedlern ein Tier ab und lässt die anderen drei Siedler einfach die Kisten aufsammeln. Wenn das dann vorbei ist, dann kann man die einfach auf einen Baum stellen. Das ist eigentlich total einfach und es kommt auch hin mit dem Haus. Ich habe natürlich noch ein Haus gebaut hier. Mache ich wieder normales 14-20. So ein normaler Franzosenstart. Übrigens mein neues Deck. Aber was heißt neues Deck? Ist eigentlich das... Ich habe hier die Dinger reingepackt, die sind einfach nur geil. Also wenn ihr Panzerpistoleros haben könnt, packt die einfach rein. Das ist eine super Truppe. Ja, ich denke, beste Söldner-Einheit im Spiel wahrscheinlich tatsächlich. Jedenfalls empfinde ich das so. Deswegen, also wenn ihr sie haben könnt, dann habt sie. Genau, wir schauen inzwischen mal meinen Gegner hier. Der spielt, wie gesagt, Osman. Kann jetzt auch schon agen. Mit dem Quartiermeister, glaube ich, auch. Ah, nee, er hat auf die Moschee verzichtet. Hat sich tatsächlich die Moschee nicht geholt, um schneller oben zu sein. Schickt sich jetzt auch die Rücken und nennt es tatsächlich FI Turtle, ja. Genau. Und das ist auch ein Grund, warum ich das Spiel, also ich habe mir das Deck natürlich auch angeguckt und dachte so, jo, alles klar. Vielleicht brauchst du nicht sofort nach den Kasernen suchen. Also ich bin dann, als ich das Deck gesehen habe, ja, wusste ich eigentlich auch, dass es natürlich, was jetzt hier kommt. Also genau. Er macht natürlich ein FI und dann macht er sich die ganzen Kirchenkarten und ja. Das muss ich zugeben, finde ich als Spielstil einfach, ist nicht mein Spielstil, finde ich schlecht, ich verliere aber dauernd gegen, also von daher gegen Turtle verliere ich dauernd. Ja, weil einfach irgendwie, ich bin dieses Late-Game nicht gewohnt, also ich habe immer meine Spiele dauern, sag ich mal, maximal so 20 Minuten, dann sollte es irgendwie entschieden sein, in egal in welche Richtung, aber ja, dieses halbe Stunde und dann geht das da und du kommst nicht voran und Stellungskriegen, das ätzt mich, kotzt mich persönlich auch an, okay. Aber gut, man kann nichts machen, also das ist eine valide Strategie, die Leute können das in der Rangliste natürlich gerne spielen, habe ich ja, kann ich auch nichts gegen machen und es bringt auch nichts, sich darüber aufzuregen, weil die beste Möglichkeit dagegen ist eigentlich zu gewinnen, weil wenn die Leute dauernd mit Turtle verlieren, dann haben sie vielleicht keinen Bock mehr drauf. So, deswegen, also das Beste, was ich gegen Turtle machen kann, ist gegen Turtle gewinnen, auch wenn es ätzend ist, aber gut, der Osmane, wie gesagt, diktiert hier das Spiel und ja, macht es auch deutlich, was er machen will. Also, ich habe mir schon gedacht, dass es hier wahrscheinlich mit den ganzen Karten hier, dass es schon ein FI wird. Ich wundere mich allerdings, dass er nicht irgendwie, warum er hier nicht alles vollgepackt hat. Also, ich finde, er hätte noch zwei Plätze frei. Ja, 5 Janitscharen, weiß ich gar nicht, ob man die wirklich braucht, aber er schickt sich auch sofort hier das Gold. Und, ja, ist halt super schnell oben. Was ich übrigens noch erzählen will, hier so, genau, also der ist ja locker vor mir oben, schickt sich jetzt hier das Gold. Ich gehe jetzt auch langsamer nach oben, bin natürlich wie immer ein bisschen langsam, also 4,30 ist eigentlich eine coole Marke zum Agen. Ich bin natürlich hier wie immer ein bisschen hinterher, aber was wir auch haben, wir haben hier zum Beispiel, wir haben hier Vasa finde ich äußerst geil und deswegen habe ich auch so ein bisschen meine Build-Order da angepasst und wenn ich Vasa finde, dann hacke ich praktisch im Übergang 100 Holz mehr und hole mir jetzt erstmal den Vasa-Posten, der baut hier ja in Ruhe, ich weiß gar nicht, hier gibt es irgendwie Kundschafterkampf, na gut.
Ja, ich kann mal gucken. Also ich habe hier natürlich alles erkundet, so weiß aber, ich meine, ich habe ja sein Deck gesehen, also ich weiß irgendwie, dass da nichts zu erwarten ist, sag ich mal, holt sich jetzt die Moschee. Ja, und ist es auch gleich schon am Agent, also irgendwas hat sich so am Marktplatz gebaut, warum auch immer. Naja, okay. Hat sich hier auf jeden Fall einen Marktplatz gegönnt, aber auf jeden Fall ist es jetzt so, ich baue jetzt hier den Posten und mache im Grunde mein normales Semi-FF. Ich werde jetzt gleich Kaff mit dem Stall eröffnen, weil, genau. Ich kann da eh nicht so richtig reinpushen. Und werde dann auch ins Dritte gehen. Und werde dann. Also ich weiß natürlich nicht, dass er eine FI macht, aber es sieht eigentlich sehr danach aus, vor allem mit den Kirchenkarten und sowas. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier ein FI sehen. Und vielleicht kann ich ihn einfach mit der Kaff ein bisschen nerven. Wobei er aber auch ein guter ist. Also ihr seht ja, wo die Herden sind. Das ist schon sehr vorbildlich. Da kannst du nicht viel machen. Ja. Aber trotzdem ist es besser, als irgendwie da Musketiere rumstehen zu haben, die gar nichts machen. Und ich hole mir jetzt auch die Stahlfallen und bin irgendwie ein bisschen langsam in meinem Stall hier. Ich lusche. Der müsste eigentlich schon lange gebaut sein. Naja, also habe das auf jeden Fall ordentlich verzögert. Ich glaube, ich habe einfach irgendwie falsch geklickt oder so. Scheiße. Na gut, okay. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, Vasa-Verbündete ist ganz nett, weil man sich einfach die Torps für das FF holen kann. Man holt sich ja sonst drei Häuser. Man kann sich aber auch von 300 Holz tatsächlich statt drei Häuser, kann man sich ja elegant vier Torps holen, was auch 40 Bevölkerung bringt. Die Torps sammeln noch, man kann die von Map-Control so, ja, packen, sag ich mal. Na gut, er will, mag meinen Speer anscheinend nicht. Ich weiß gar nicht, ich müsste den jetzt mal wegschicken. Ich schicke den jetzt auch wieder. Ja. Okay, der guckt so ein bisschen, was ich mache. Jetzt begegnen wir uns dummerweise schon wieder. Ja, nicht optimal. Ich müsste den wahrscheinlich mal hier hin. Oh, er hat sogar eine Kaserne gebohrt. Die Offensiv hat sich wahrscheinlich 700 Holz durchgejagt. Also ist schon geaged. Ja, genau, ist wahrscheinlich mit dem Exilprinzen geaged und holt sich jetzt tatsächlich ihn vor. Ja, dann, ich meine, spätestens an der Stelle, es hätte natürlich auch ein FF werden können, aber spätestens an der Stelle weiß man natürlich, was abgeht hier. Der will sich also länger einrichten. So, holt sie jetzt hier auch noch einen Schatz. Ich habe es jetzt auch mal geschafft, Husaren zu bauen, tatsächlich. Wahnsinn. Ja, bin einfach sau spät in dem Spiel hier. Schande über mich. So. Und schaue jetzt aber mal, was so abgeht. Und sehe jetzt hier natürlich den Vorwagen. Bin leider ein bisschen spät, kann jetzt hier. Die Siedler kann ich auch nicht wirklich kriegen, weil die sind alle zu nah dran. Ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, echt gar keinen Siedler irgendwo. Er hat, glaube ich, auch nicht so viele. Ja, gut, denke mir ja so, okay, na, dann mache ich jetzt immerhin das Fort, belagere ich jetzt mal, komm. Also wenn er sich hier schon die Scheiße da holt, dann wenigstens das hier. Also das ist ja. Daraufhin muss er auch Minute oder Call zumindest Minuteman, weil genau. Ich merke das natürlich ein bisschen spät. An der Stelle sollte ich jetzt aber gehen. So. Ja, ich denke mir jetzt auch, okay, also. Ich meine, das war es immer ein bisschen wert. Minuteman mal rausgeholt, so, aber natürlich, das Fort ist ärgerlich. Das heißt also, ich kann so meine Standardtaktik jetzt hier zwei Falkpush hier rein. Das. Ja, das kannst du vergessen. So, das ist schon mal ärgerlich für mich. Was kann ich stattdessen machen? Stattdessen hole ich mir jetzt zum Beispiel hier die Handelsroute. Ja, das, also ich habe jetzt mir schon mal die Torps geholt hier und baue die jetzt auch hier schön auf, schön verteilt an jede Mine 1 und kann jetzt eigentlich in Ruhe agen. So, hab's jetzt auch irgendwie geschafft, mal bei 8 Minuten. Man kann es eigentlich viel schneller schaffen, wenn man nur die Husaren baut, aber okay, ich denke mal. Ja gut, wir sind noch unter 8 Minuten mit dem Exilprinzen, das ist noch irgendwie okay. Ja. Also ich überlege jetzt meine Optionen und tatsächlich ist ja diese Schere, Stein, Papier ist ja bei AOE gegen rasches Turteln gut und gegen Boom ist rasch gut und gegen Turtle ist dann natürlich Boom gut. Mache ich zwar nicht so gerne, Boom ist nicht so meine Spielart, aber ich meine, ich habe keine Wahl. Ich muss das jetzt machen. Deswegen, also mein Plan ist jetzt, okay, ich werde jetzt hier versuchen, möglichst zu boomen, indem ich mir jetzt die Handelsroute hole. Ich werde mir versuchen, Dorfzentrum werde ich mir holen. Ich habe mir immerhin schon mal hier das Dingsbums geholt. Ich habe mir immerhin schon mal die Torps geholt. Die helfen mir ja auch ein bisschen. Und ja, werde einfach versuchen, ihn ein bisschen zu out-ekoen und hoffe mal, dass ich so seinen Push. Achso, und natürlich, jetzt hole ich mir auch gleich die Handelsroute, hole mir schon mal die Falkonette. Ah, nee, breche ich ab, hole mir lieber die Plänkler. Okay. Ja, ich meine, er wird natürlich auch, ich bin mir sicher, dass er hier so ein Kirchenkartenplay versucht. Das heißt, ich bin mir auch sehr sicher, dass er sozusagen genau Palastintrige damit spielt und wird sich jetzt halt OP-Spies und sowas alles holen. Plus halt die fetten Bombarden. Das heißt, ich bin mir auch sicher, ich brauche auf jeden Fall Kulverin, weil ohne Kulverin werde ich es nicht holen. Er ist jetzt auch schon so weit, dass er agen kann tatsächlich. So. Ja, das war mir jetzt an der Stelle auch schon klar, aber hier jetzt irgendwie reinpushen, das ist ja, das bringt einfach nichts. Er aged auch tatsächlich mit dem Großvisier, also 3 H4 Spies. Sehr gutes Age-Up an der Stelle, also finde ich auch cool. Mit Osman, sehr geil. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt, ja, doch die 6 Spies, ja, das ist natürlich, ich meine, holt euch 6 Spies, dann kriegt ihr noch 3 vom Age-Up, dann könnt ihr euch hier noch 5 Spies holen, ey, dann habt ihr auf einmal, boah, es sind 11, haben wir 14 Spies, 14 H4 Spies, das macht mir auch Angst. Also der Gedanke ist schon irgendwie cool, aber.
ich bin trotzdem kein FI-Spieler und ich würde es so nicht spielen, ehrlicherweise. Ich spiele lieber FF. Und damit ist es gut. Aber ja, jetzt, genau, jetzt schicke ich mir tatsächlich auch die Falconette. Habt ihr schon mal die Handelsroute, habt ihr auch umgestellt. Die andere kann ich mir leider nicht holen, weil es ist zu nah an ihm dran. Aber gut, jetzt, ja. Jetzt geht die Sache hier weiter. Ich hole mir auch übrigens, was ich auch sehr, was Vasa auch sehr cool hat, sind natürlich geflügelte Husaren. Finde ich auch sehr geil. Weil die sind billiger als Kürassiere, ehrlicherweise. Die Nicht-Franzosen-Spieler wissen das wahrscheinlich nicht. Aber die sind eigentlich sogar besser durch ihren Lanzenangriff und sind billiger. Also von daher sehr coole Einheit auch insgesamt. Ergänzt das französische Portfolio in H3 sehr gut. Und ja, dann schauen wir mal. Also ich bin natürlich im Moment im Punktvorsprung, aber eher, ja, ich meine, ich erwarte jetzt irgendwie den Push. Also ich selber muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie hier das Ganze überlebe, sag ich mal. Ja, er holt sich jetzt auch das Ding hier noch, Moscheenbau. Genau, da wird noch alles günstiger. Also richtig, richtig wild, richtig guter Turtle von ihm so. Oder richtig, richtig jetzt. Also der geht hier voll auf H4 Push, sag ich mal. Oder Masse oder wie auch immer, was immer er jetzt genau fort, kann ich natürlich nicht sagen. Aber mir wird jetzt natürlich, wo ich sehe, oh scheiße, der ist in H4. Natürlich wirklich alles klar. Ja, das heißt jetzt für mich, ich sollte jetzt mal bei den Geschützgießereien an den Start bringen und muss hier dringend, Kulfs bringen, weil man braucht mindestens 3 Kulfs und ihr braucht gar nicht versuchen, mit was anderen diese Bombarden da kaputt zu kriegen. Also gegen schwere Kanonen, da helfen wirklich nur Kulfarinen, der Rest ist Zeitverschwendung. Achso, ich gehe übrigens ab und zu auch mal raiden. Ja, habe allerdings das Problem tatsächlich, dass er, also er macht das wirklich gut hier, also er macht seinen Turtle auch echt solide. Ihr seht ja hier, was er alles an, ja, also wie weit die Herden, da kriegt er ja nichts, da kriegt er ja gar nichts. So. Jetzt kriegen die Spies, versuchen glaube ich selber zu raiden, werden jetzt hier von meinen Husaren gesehen, da habe ich ein bisschen Glück, weil Spies, natürlich, guck mal, sind Garde-Spies, also wirklich übelste Scheiße. Ich denke mir jetzt allerdings so, okay, vielleicht kann ich hier in die Falle locken, weil ich habe immer einen Dragoner, gar nicht so wenige, und kann jetzt hier vielleicht ein bisschen die Spies kaputt machen. Spies ist natürlich der Nachteil, man kriegt ja, genau, ich snare die jetzt auch, weil ich denke mir, okay, jeden Spy, ich krieg sogar einen Spy-Code, also einen Garde-Spy, und das ist natürlich für den Osmanen nicht so witzig. Denn zu den auch die Bombarden, ja klar, warum nicht? So, warum hat man nicht die Bombarden, ehrlicherweise? Und ich glaube, er kann jetzt hier mal, glaube ich, gleich seinen Push hier starten. Wobei, er hat ein bisschen wenig Begleitinfanteriemasse, muss man ja sagen. Er hat nur 5 Jannis. Also, er holt sie sich zwar, aber ich glaube, der hat ja das Deck auch Turtle, also der scheint ein echter Turtle-Freund zu sein. Wie gesagt, liegt mir überhaupt nicht, aber hier die Masse mit den Bombarden, da kommst du natürlich überhaupt nicht ran. Ich meine, als Osmane kann man sich jetzt natürlich irgendwann mal 50 Dorfzentren schicken und kann dann einfach boomen wie Sau. So. Ja. Genau. Ich gehe jetzt mal hier mit meiner Verstärkung zurück. Was mache ich in der Zeit? Ich glaube, ich bin jetzt soweit. Ich hole mir jetzt tatsächlich auch Kulverin. Ja, und versuche jetzt natürlich, ich kann jetzt hier auch dummerweise, das ist echt auch schwierig, man kann jetzt an der Stelle gar nicht so viel machen. Also ich muss auf meine Kulverinen warten, müsste jetzt klassischerweise auch die 3 rauskriegen und müsste jetzt mal gucken, ob ich irgendwie es schaffe, ich weiß nicht, müsste mal gucken, dass ich irgendwie es schaffe, sozusagen zu gucken, wo er sammelt. Aber er hat natürlich auch irgendwie er baut sogar Spione, alles klar. Er hat natürlich irgendwie 0 Siedler und die sammeln auch noch wirklich alle in seiner Basis. Also es ist schon echt gut gemacht. Ich habe immer die ganze Zeit geguckt, ey, wo sammelt der denn Nahrung? Die Wahrheit ist natürlich, er sammelt keine Nahrung. Also ich meine, wer muss schon Nahrung sammeln? Ich habe mich auch die echte bei dem Spiel gewundert, scheiße, wo sammelt der Mann Nahrung? Aber nö, macht er nicht. Nahrung ist scheiße. Und braucht er anscheinend nicht. Na gut, braucht er wahrscheinlich wirklich nicht. Ja. Er kann jetzt hier sich wahrscheinlich schön, baut sich noch ein Haus, kann jetzt hier schön, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er auch sich die, ich denke mal, den großen Basar da durchgebumst und sowas. Jetzt kommen sogar noch hier 9 berittene Bogenschützen, ja. Ich meine, das ist vielleicht nicht optimal von ihm, ehrlicherweise. Man könnte sich jetzt einfach auch noch 2 Dorfzentren ins Wagen holen und dann selber versuchen zu boomen. Da muss man allerdings aus seiner Basis raus. Das ist der Nachteil. Man muss aus seiner eigenen Basis dann raus. Das ist, glaube ich, nichts, was er gerne macht. So, sieht schon ein bisschen sarkastisch, bin ich schon, aber hier ist ein, ach Gott, der kann sich auch tarnen, der Spion. Ja gut, ihr seht ja hier meine Masse. Meine Masse sieht er jetzt natürlich. Und ich denke mir jetzt aber, komm, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit hier nur rumhängen. Wer weiß, was der macht. Also irgendwie so ein bisschen den Gegner beschäftigen ist, dann will ich dann schon. Denke mir einfach, okay, also links kann ich nicht rein, da ist das Fond, das kriege ich nicht hin. Aber rechts vielleicht sammelt er ja hier auch irgendwo mal irgendwas. Nein, aber sammelt tatsächlich eiskalt Holz, der Mann. Also hat sich, glaube ich, jetzt hier wieder irgendeine Tech geholt. Ja. Ah, ich verwende sogar mal den Vasa-Orden, was natürlich auch eine nette Fähigkeit ist. Also ich tue mich jetzt auf jeden Fall hier oben breit machen. Mache jetzt hier auch das nächste Dorfzentrum ran. Was kommt hier jetzt? Jetzt kommt natürlich Infanterie der neuen Ordnung, ja klar. Na gut, ich muss mich jetzt natürlich auf der Karte hier ausbreiten. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen. Ah ja, und es kommen auch die Teeröfen. Ja, genau, also wir
spuben jetzt hier beide so ein bisschen rum. Ich hole mir mal hier das raus. Guck mal, ob ich hier irgendwas finde, wo er sammelt. Weil eigentlich so der Nachteil an Turtle ist, irgendwo musst du ja mal sammeln. Irgendwie irgendwann. So, die da unten weiß ich gar nicht, sehe ich jetzt wahrscheinlich aber nicht. Na gut, das Tweet hätte ich jetzt sehen können. Ja gut, ich entschließe mich jetzt aber irgendwie. Ich bin auch ein ungeduldiger Spieler und denke mir, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit hier boom, oder rumhängen oder sowas, das... Ah ja, hier hinten sammelt er übrigens. Ja, muss ja nicht sein. Also gut, wir breiten uns hier alle aus. Und, ja. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir noch ein Arsenal geholt, was glaube ich auch nicht so blöd ist. Ich habe übrigens noch eine Kulverine. Warum habe ich die nicht gesehen? Scheiße. Na gut. Holen wir jetzt hier noch die Karakule, weil das ist auf jeden Fall nicht schlecht hier gegen diese Spahis-Masse. Ja, denken wir jetzt einfach so, okay, komm. Ich will jetzt auch mal ein bisschen aktiv werden. Mal gucken, was der überhaupt macht. Also das links habe ich jetzt leider überhaupt nicht am Schirm hier. Hätte ich zwar sehen können. Ja, genau, habe ich aber nicht gesehen. Aber gut, ich komme jetzt hier von der Seite und denke mir jetzt einfach mal, okay, aber natürlich hier... naja, sollte man nicht unbedingt so machen, aber mache ich jetzt gerade. Von daher mal gucken. Tu jetzt mal schon mal hier ein bisschen meine Truppen sammeln und müsste jetzt, glaube ich, auch gleich mich mal zu entschließen anzugreifen. Wir gucken mal, wie das siedlermäßig aussieht bei ihm. Er ist immer noch 23 tatsächlich, also der lässt sich Zeit hier mit seiner Masse, aber der hat natürlich auch eine fette Armee und der will, glaube ich, einfach auch nur, der will nur turteln. Der will auch nicht angreifen, der will einfach nur turteln. So, hofft wahrscheinlich, dass ich angreife. So. Boah. Ach ja, schickt sich hier nochmal Bombarden. Warum nicht? Versteht zwar nicht, warum er sich alles tut das aber doch hier. Gut, holt sich jetzt noch mehr Spahis. Ja gut, ich denke jetzt mal, komm, muss ja irgendwo, muss er jetzt mal, irgendwas muss ja mal passieren und ich denke mir so, ich komm den Dorfbewohner will ich haben. Ja, komm und ich baller jetzt deine Moschee kaputt, warum auch nicht. So. Genau, bin wahrscheinlich jetzt, aber jetzt kann ich hier noch einen Dorfbewohner snacken, so. Denke jetzt einfach mal, komm, ich habe hier ja meine drei Kulverinen. Ach genau, und er holt jetzt aber natürlich Abus-Schützen. So. Müsste jetzt natürlich gucken, wo meine Garde-Husaren gehen. Nicht meine Garde-Husaren, aber meine geflügelten Husaren gehen jetzt natürlich irgendwie drauf. Ja genau, die Spahis kommen jetzt hier rein. Aber ich habe eigentlich auch eine Menge, wobei mein Falk, ich beschütze natürlich mal wieder super meine ganzen Kanonen und alles. Ja Gott, die Spahis kommen natürlich von der Seite hier rein. Bin ich natürlich blöd dabei. Ich habe noch ein paar Kulverinen tatsächlich, aber insgesamt geht der Kampf natürlich richtig verheerend für mich aus und richtig scheiße und ja, super. Also hat sich ausgezahlt für mich anzugreifen. Aber wie gesagt, ich wollte mal gucken, was so passiert und jetzt verliere ich auch noch hier die ganzen Kulfs, aber ich kann immer, jeder tote Gardespy ist ein guter Gardespy, also ich kriege immer in die, kriege ich es auch drauf. Vor allem, weil meine Dragoner ja ein bisschen besser sind und kann mich jetzt hier so mehr schlecht als recht irgendwie zurückziehen. Aber natürlich, jetzt seht ihr hier, was hier für eine Masse auf dem Feld ist und jetzt sieht das natürlich irgendwie scheiße für mich aus insgesamt, weil er hat jetzt natürlich alles, was er so haben kann. Ich schicke mir jetzt tatsächlich hier die Panzerpistolieros und habe natürlich nochmal das Problem, dass die Spies hier weiterhin meine Kulverinen zerstören. Na gut, ich guck mal, dass ich hier noch irgendwie den Rückzug, ja, dass ich hier immer in die Spies noch rausschieße und mich dann zurückziehe, wahrscheinlich mit meinen fünf Dragonern, die da noch übrig sind. Okay, jetzt gehen meine Dragoner hier raus und jetzt bin ich natürlich irgendwie am Arsch und ja, sieht es auch an den Punkten, also ist irgendwie nicht so lustig. Genau, ich schicke mal ein paar Dorfbewohner hier rein, werde das aber insgesamt nicht verteidigen können. Ja, und sieht gar nicht so lustig aus. Er schickt jetzt auch endlich mal die zwei Planwagen, aber hat natürlich eine fette Masse hier, also das muss man auch erstmal verteidigen. Ich hole mir mal Minutemen, weil ich einfach denke, okay, geht eh drauf, aber vielleicht können die Minutemen ja noch irgendwas machen. Und er hat hier auf jeden Fall Bombarden, Bombarden, Bombarden. Kommt hier sogar noch eine Kaserne hin. Weiß gar nicht wieso. Kaserne ohne Grund. So. Ja gut, die Kurore, jetzt ist natürlich Kurore-mäßig auch wieder im Hintertreffen. Oder bin ich nicht, aber ich hab natürlich die bessere Eco die ganze Zeit über. Weil er natürlich wirklich irgendwie, ja, nur turtelt, warum auch immer. Aber gut, ich meine, funktioniert ja auch irgendwie für ihn. Ja, die muss ich natürlich zurückziehen. Jetzt bloß nicht irgendwie hier kämpfen, also er geht jetzt auch noch das Torp, kriegt er jetzt auch noch tot. Ja. Also sein Plan ist jetzt aufgegangen, jetzt tut er wahrscheinlich hier auch Dorfbewohner raus, spammen, wie blöd. So, er hat natürlich jetzt auch eine gute Masse, der Junge. So. Ja. Natürlich, ja, Nisam-Füsiliere, alles mögliche. Ich glaube, die sind auch Nisam-Füsiliere. Ah, gut. Ja, die sind natürlich Garde. Warum nicht, ey? Ja, die Chan. Gut, das ist natürlich alles hier H2. Der geht natürlich jetzt böse drauf. Ja, an der Stelle habe ich schon überlegt, Scheiße, gibt's jetzt auf. Was machst du jetzt? Aber witzigerweise, er ist jetzt nicht. Also, er scheint das echt. So, also kämpfen ist nicht so sein Ding. Also, er nutzt das jetzt nicht weiter. Oder hat irgendwie Angst, dass er noch verliert. Ich habe keine Ahnung. Ja.
Ich habe natürlich jetzt noch ein bisschen was, so ist es nicht. Also ich habe ja immer die Panzerpistoliers und die Kulverinen. Also ich sag mal, wenn er jetzt voll drauf anliegt und ich kriege seine drei Fetten hier raus, ich glaube, dann kriege ich die Masse hier tatsächlich auch kaputt, weil das ist tatsächlich hier H3 und H2 Masse. Aber er denkt sich auch, er geht mal lieber gucken, wo ich sammle. Ja, schlaue Idee auch von ihm. Ja genau, muss mich jetzt mal besser hier zurückziehen. Oder auch nicht. Oder ich lasse einfach alles drauf gehen und sterben, kann man auch machen. Scheiße. Ja, das war natürlich jetzt, das war natürlich nicht gut, dass er den gekriegt hat. Er hätte die Siedler auch lange zurückziehen müssen. Ja, er macht das jetzt, glaube ich, auch gut. Er guckt jetzt mal so rum und in Zwischenzeit überholt er mich. Ja, er holt sich auch mal Marktplatz-Upgrades und alles. Ja, hat jetzt hier auf jeden Fall fette Überlegenheit und, ach Gott, ich baue jetzt hier mal ein Dorfzentrum, genau neben seinem Dorfzentrum. Ja, hier sind übrigens noch zwei Husaren tatsächlich. Ja, gut. Ja, jetzt muss er sich tatsächlich mal das hier holen. Holt sie, okay, die Build-Order von ihm ist auf jeden Fall nicht optimal, das gebe ich ja zu. Aber holt sich jetzt erst das Millet-System. Ist auch krass. Ja, wild. Ja, da haben wir Glück, aber jetzt geht das richtig los. Jetzt geht hier sein Turtle-Boom auf jeden Fall. Hat sich, okay, ist natürlich zuerst auf diese Masse gegangen, hat sich auf ihn auch ausgezahlt. Hat ja auch einen richtig guten Kampf gekriegt. Jetzt sind wir punktemäßig auch ziemlich gleich. Und jetzt, ja, jetzt geht das Spiel eigentlich nicht so. Jetzt kriegt er, jetzt holt er mich auf jeden Fall ein mit seinen Siedlern. So. Na gut, ich habe mich jetzt noch irgendwie mehr schlecht als recht aus der Affäre ziehen können, so. Habe immer noch so ein bisschen ein paar starke Einheiten. Noch ein paar Kulverinen, also wenn er jetzt hier durchpusht, ich hätte es wohl wirklich verteidigen können. Holen wir jetzt auch Konterinfanteriebewaffnung und sowas. Und konnte mal meine Dragoner noch retten. So. Punktemäßig sind wir witzigerweise auch nicht so weit auseinander. Er geht jetzt raiden mit seinen Veteranen, berührenden Veteranen. Ich habe hier hinten Häuser gebaut tatsächlich, warum auch immer. Na gut, aber... Ja gut, die gehen jetzt hier in Nahkampf. Haben, glaube ich, aber nur 7 Nahkampfe. Die haben weniger Nahkampf als ein Kurier. Ich glaube, ich check's jetzt auch gleich, dass das hier nicht so optimal ist. Ja, genau. Ich kann jetzt tatsächlich hier den Raid verteidigen. Ja. Genau so. Ja, und damit schlagen jetzt hier die Kurier mal eben die Briten in Bogenschützen zurück. Und genau, ich kann jetzt hier dann Nisam, Garde Nisam Fusilierverstärkung. Ja. Na gut, meine Masse ist ja recht groß, aber ich kann natürlich hier gegen die Bombarden oder sowas, da muss ich echt aufpassen, da kann ich jetzt nicht so einfach kämpfen. Und er ist auch noch ein Zeitalter vorne. Ja, man kann natürlich überlegen, ob man nachaged. Habe ich mich jetzt gegen entschieden, ehrlicherweise. Weil meine Upgrades kosten haufenweise und ich habe da eigentlich auch... Ja, keine Ahnung, jetzt hatte ich eh nicht mehr die Wahl, ich muss jetzt ja eh messen. Und jetzt entdecke ich hier auch sein Dorfzentrum und denke mir so, alles klar, komm, jetzt gehst du mal aufs Dorfzentrum hier. So, kannst vielleicht mal ein paar Dorfbewohner, irgendwo muss er ja sammeln, also sind inzwischen Dorfbewohner immerhin gleich. Ja, genau, und jetzt tun die Kulverinen, naja, die machen immerhin 80 Schaden gegen so ein Dorfzentrum. Ja gut, ich sehe natürlich hier, wenn ich hier defensiv, wenn ich, also ich will ihm nicht die Möglichkeit geben, defensiv zu kämpfen. Er holt sich jetzt auch nochmal 6 Spahis, ist natürlich auch stark. Ja gut, insgesamt massetechnisch bin ich sogar vorne. Nehmen wir jetzt auch, komm, ich hole jetzt mal meine, genau, meine Plänkler sollen mal ein bisschen Arbeit machen hier. Machen sie auch. Ja, da sind immer noch seine komischen... Wobei, die könnte ich ja locker rausnehmen. Na gut, aber jetzt gehe ich, glaube ich, mal mit meinen Siedlern hier zurück. Ah ne, die wollen jetzt hier in Ruhe sammeln. Ja gut, geh jetzt mal hier mit den Jungs. Die haben natürlich haufenweise Belagerungsschaden. Und, ja. Naja, er zieht sich tatsächlich, will auch nicht unbedingt jetzt hier kämpfen. Vor allem halt, solange das Dorfzentrum noch mitschießen kann für ihn. Er sieht das wohl genauso. Insgesamt, aber er hat natürlich wieder hier eine Riesenmasse, also ich... Ich meine, seinen Plan finde ich nicht besonders geil, aber der kann auf jeden Fall, es ist kein schlechter, also es kann auf jeden Fall voll funktionieren. Wenn man da jetzt irgendwie genau einmal gecleant wird oder sowas, der boomt mich jetzt ja wirklich. Also der kommt jetzt hier, Dorfwohner, jetzt kommen hier haufenweise, was kommt jetzt hier, Veteranen, Abo-Schützen, jetzt kommt hier der große Basar eigentlich durch, stehende Armee, also der will jetzt einfach nur noch auf Masse gehen. Ich glaube, der hat auch schon eine Fabrik oder so. Ja... Mir gehen so langsam die Ressourcen aus, witzigerweise, was ist ziemlich natürlich, irgendwann gehen euch halt die Ressourcen aus, ich muss jetzt hier an der Mine sammeln und sowas, dann nützen die Torps auch nichts mehr. Ja gut, ich denke mir halt, wenn er nicht kommt, dann, ich habe immer einen Kulverin, er kann jetzt natürlich mit Kulverin gegenhalten. Ja, holt sich echt stehende Armee, ey, okay. Naja, er will es natürlich richtig messen hier, ich weiß gar nicht, die Abus, Veteranen, hier sind auch Veteranen, also, ja. Ja gut, währenddessen meine Armee besteht, glaube ich, tatsächlich zum größten Teil aus Kef. Ja, ich habe immer einen... Ja, ich habe so eine gemischt Warenladen, habe ich mal, aber jetzt kommen noch mal 5 Kürassiere rein. Ich habe ja mal 8 von den geflügelten Veteranen-Husaren, die auch Kampfkraft habe ich drauf, jo, habe ich drauf. Und
Ja. Der na gut, also wenn das hier irgendwie gehen kann gegen die Bombarden und gegen die ganzen Abus oder sowas, dann nur mit Kaffitz geht ja das Dorfzentrum auch drauf. Ja, er ist ein richtiger Turtler, er baut einfach mal dahinter noch ein Dorfzentrum, warum nicht? Und einen Turm. So, und jetzt. Ja. Jetzt habe ich jemanden von der Goldmine da vertrieben. Ja. Und jetzt kommen hier die nächsten Kürassiere noch rein. Jetzt bin ich auch gleich bei Max Pop. Er wahrscheinlich auch. Ja, nicht ganz. Ach Gott, ja. Na gut, also Marktplatz-Upgrades, hast so viel Stahlfeuer. Also der hat das auf jeden Fall hier nicht ganz optimal gespielt, das gebe ich zu. Aber wie gesagt, es ist trotzdem stark und es sind immer noch Osmanen. Und es ist tatsächlich HV-Einheiten, ja. Mit dem Bombarden. Und er ist tatsächlich einer, er hat Angst zu kämpfen tatsächlich anscheinend. Also er will jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht genau, worauf er wartet da, aber er hat wohl Angst, dass er den Kampf verliert oder sowas. Und ja. Gut, ich denke mir halt, dann mache ich jetzt weiter. Wenn du nicht willst, dann mache ich. Ja, siedlermäßig hat er mich inzwischen überholt, wobei ich halt die ganze Zeit auch mehr Marktplatz-Upgrades hatte. Aber ich habe natürlich jetzt, ich muss erstmal meine Eco fixen, hier ist mal wieder so ein Dings ausgelaufen. Ja, die Husare flankieren hier, wollen jetzt so ein bisschen. Was haben die eigentlich vor? Fragen die nicht, ey. Wollen die raiden gehen? Vielleicht. Ja, überlegen sich das jetzt aber auch anders. Das ist jetzt nicht das Beste, was man machen kann. Okay, und ich verliere sogar einen. Ich muss da jetzt raus. So. Genau, jetzt kommen aber hier die. Ah, ne. Ja, gut, immerhin so ein paar Schüsse kriege ich jetzt drauf. Und jetzt. Jetzt ist die Frage. Jetzt nähern sich die Armeen hier an, natürlich hier gutes 1300, aber Micro, da muss man immer gucken, aber jetzt sehe ich natürlich, jetzt kriege ich hier seine Bombarden tatsächlich rausgeschossen. Auch zu dem Preis, dass hier meine Kulverinen draufgehen, aber gut, die Kürassiere kümmern sich jetzt natürlich um die Spahis. Jetzt bin ich natürlich auch irgendwie out of position, alles ist out of position überall, so. Aber gut, jetzt kommen hier immerhin, also meine Kampfmasse ist natürlich größer als seine. Und jetzt geht's hier rein. Die Kulfs sind natürlich alle drauf. Aber es sind auch nicht mehr so viele Bombarden drauf. Die haben ihren Job gemacht. Die Kürassiere kommen jetzt tatsächlich hinten rein. Aber ich kann übrigens agen, ja. Kommen jetzt hier hinten rein und ja, also ich glaube auch durch die Jungs hier, halt durch die Panzerpistolieros, bin ich tatsächlich in der Lage, hier das irgendwie halbwegs im. Ja, gewinne ich das Ding hier tatsächlich hier, den Kampf. Sogar ziemlich deutlich. Und er gibt auf an der Stelle. Weil, ja, ich clean hier seine ganze Armee und er hat eigentlich gar nicht mehr viel Eco übrig und so. Und dann kann ich ihn tatsächlich hier zurücktreiben. Und ich bin, gab auch hier plus 18 Elo. Bin ein bisschen stolz auf das Spiel, weil ich wette mit euch, ich hätte das früher immer verloren. Ich hätte so ein Spiel früher immer verloren. Und dass ich es jetzt irgendwie geschafft habe, hier mal, auch wenn der Gegner jetzt hier nicht optimal ist, aber ich meine, der kommt immerhin aus einer. Der kommt, ich habe danach geguckt, der kommt immer aus dem 15 Elo, 1500 Elo-Bereich. Wahrscheinlich, weil man so eine Scheiße spielt, eine lange Zeit gewinnt man das. Und von daher habe ich den hier sauberst. Bin ich einfach, ja, bin ich einfach stolz, dass ich das mal gebrochen habe. Ich konnte mal einen Turtle brechen. Gut, ob es jetzt wirklich vorbei ist, ich denke aber schon, ehrlicherweise, weil ich habe. Er hatte zwar Siedler ohne Ende hier, er hat jetzt 48 Siedler, kann aber gar nicht so viel machen. Ich mache hier noch ein Dorfzentrum hin, so für Map-Control und sowas. Und ja, gut, meine Masse ist natürlich immer noch, ist natürlich immer noch da. Und ja, deswegen kann jetzt hier die ganze Sache eindrücken. Wahrscheinlich, wenn ich mir so ein paar Falks hole, auch das Fond. Und dann sieht das übel für ihn aus, weil er kann nirgendwo mehr ausweichen. Und an der Stelle bin ich einfach mal froh, dass ich einen Turtle-Spieler gebrochen habe. Und ja, deswegen, also das ist so meine Empfehlung. Ich habe es jetzt nicht optimal gemacht, man kann das alles besser machen, aber so der Grundplan wird hoffentlich klar und wahrscheinlich der erste Push war natürlich richtig verheerend. Ja, man kann auch besser kämpfen oder so, will ich alles gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt, aber so von der Grundidee her habt ihr das, glaube ich. Ja, der Kampf war natürlich scheiße. Da hat er eigentlich schon das Spiel verloren, da hätte er eigentlich locker gewinnen müssen. Aber hier den letzten Kampf, ey, habe ich natürlich gut genommen und er geht jetzt, bei ihm geht jetzt alles drauf und ja. Damit ist es das hier. Dorfbewohner habe ich natürlich hier, habe ich richtig auf die Fresse gekriegt. Er hat natürlich auch hier zu viel Zeit gelassen, hätte eigentlich früher schon seine Dinger hoch. Das ist eigentlich zu spät von ihm passiert, aber gut, ich meine. So, dafür hat er natürlich eine fette Armee gehabt. Und ja. Ja, und die Jungs hier, das sind irgendwie meine MVPs. Also die machen alles. Ich habe auch noch 6 Flügelhusaren, 7 Kürassiere, also riesen Kaffarmee. Ja, da geht alles. Da bleibt kein Stein auf dem Trocknen. Ich kann natürlich auch nachproduzieren. Also da. Das sieht gut aus. Würde sagen, das hätte ich mir auch nicht mehr nehmen lassen. Also von der Mine muss er ja auch weg. Und da hat er gar nicht mehr so viele Ressourcen. Müsste jetzt auf künstliche Ressourcen umsteigen. Währenddessen mal gepusht wird, halte ich für schwierig. Also würde ich sagen, ist an der Stelle wirklich vorbei. Und ja, wie gesagt, bin stolz drauf, das gewonnen zu haben. Deswegen habe ich das mal gezeigt hier.
Ja, dann nochmal am Ende mein Aufruf, wenn ihr auch ein Video auf dem Kanal haben, also wenn ihr auch mal was gecastet haben wollt, schickt mir gerne das Replay, wenn ihr ein Video machen wollt. Und ich soll das gerne auf den, ich lade das gerne auf den Kanal hoch. Jeder Content ist willkommen. So, von daher, ja, in dem Sinne verabschiede ich mich und dann macht's gut, bis nächste Woche.